Alter, was geht ab, Leute, um hier? Mal nach längerer Zeit mal wieder eine Scanner-Tour. Schauen wir mal, was heute so geht. Ein Inkognito schon verpasst. So, ich habe gesagt, hoffentlich kommt was Krasses. Inkognito gestern verpasst. Kam leider nichts. Also, es kam schon gute Sachen, guter Tag, gute Scanner-Tour war das, aber The Big Bang, der große Knaller, hat gefehlt. Ironischerweise jetzt, ich mache mir gerade wieder was zu essen. Wieder Nudeln. Diesmal gebratene Nudeln hatte ich vor. Und es spawnt wieder ein Despotar. Echt. Ich muss mir, glaube ich, öfters Nudeln machen. Ansonsten, coole Tour. Aber wie gesagt, die großen Sachen haben gefehlt. Werde ich euch jetzt gleich ein paar Sachen einblenden. Überraschenderweise, die letzten paar Tage habe ich tagsüber in der Uni so nebenbei ein paar coole Sachen gefangen. Ich würde sogar sagen, bessere Sachen als jetzt auf der Tour. Aber Candies kann man immer gebrauchen. Also über Dratinis, Lavitas und Relaxo-Bonbons darf man sich echt nicht beschweren. Echt, echt. Nicht super saftig, aber echt stabil. Läuft auf jeden Fall. So, ich mache mir jetzt was zu essen. Das Despotar ist leider nicht gut gelegen. Also da komme ich nicht ran. Außer ich hätte Auto, aber das habe ich gerade nicht am Start. Und ja, wie gesagt, zwei Touren haben wir jetzt in den letzten 3 Tagen gemacht. Also zwei, also gestern und vorvorgestern. Waren wie gesagt echt coole Touren, aber außer Dratini, Relaxo und Lavita haben wir echt nichts geholt. Es kam nichts irgendwie in der Zeit. Waren nur chillige Touren am Abend so um 8 bis 11, 12 maximal. Also nichts Besonderes, nichts Verrücktes, aber wie gesagt, Candy ist immer gut. Also schauen wir uns jetzt mal genauer an. So, schauen wir uns mal an, was wir so gefangen haben die letzten paar Tage. Wie gesagt, hauptsächlich nur Bonbons, aber Bonbons kann man immer gebrauchen. Save your candies. Dratinis habe ich jetzt. 921 Bonbons wieder. Natürlich versuche ich auf über die 1000 zu kommen. Muss mir noch ein paar, oh mein Gott, fast hätte ich das böse Wort gesagt, pushen. Also einen habe ich noch im Visier, den will ich pushen. Und dann habe ich natürlich noch Endspiele, die ich entwickeln will und kann. Aber mal schauen. Vor allem jetzt mit dem neuen Agenda-System. Erstmal chillen, erstmal warten, was da rauskommt, bevor man pusht und entwickelt. Dann natürlich ein paar Galaxos. Die blende ich jetzt hier mal ein. Da haben wir auch einen relativ saftigen gefangen. Moment. Ich check das mal kurz ab, wie viel der hatte. Ja, da 2,487. Also allgemein die Galaxos waren alle über 2000. Richtig fett. Und von den Galaxos habe ich, Moment, 220 Bonbons. Hab um die 60 gefangen. Mir sind ein paar entkommen. Leider auch bei der Tour. Einer. Moment. Wo sind die Galaxos? 60 gefangen und 6 entkommen. 2 davon waren in den letzten 3 Tagen. Hab einen guten bisher. Über 3000. Der kann noch ein bisschen gepusht werden. Von Lavita habe ich 509 Candies, bin fast 1000 Kilometer gegangen, 940,7. Habe noch keinen entwickelt, wird langsam mal Zeit, aber ich habe noch keinen guten. Auch die von den Eiern alle unter 90%. Wir haben auch einen gefangen, der war
Über 80%. Leicht über 80, aber nur 81 oder sowas. Und 600. Oder warte, wie fährt der? 653 WP. Eigentlich nicht so schlecht, aber da kann man auf jeden Fall warten. Ja, das war's eigentlich. Schreibt unten in die Kommentare, wie viele Galaxus ihr gefangen habt, wie viele Dratinis, wie viele Lavitas, natürlich wie viele Bonbons ihr von jedem habt. Und schauen wir mal, was so geht demnächst. Ich habe ein paar Projekte am Start in Planung für euch. Wir haben natürlich die 3000 Abos bald geknackt und die 2,5, was wichtig für mich war. Und die 2000, alles in einem Atemzug. Ich hatte nicht mal Zeit für 2000 was zu machen und schon haben wir die 3000 was geknackt. Also das geht so schnell. So schnell wie Milos durch die Level zischt, so schnell kriegen wir Abonnenten. Go Plus habe ich mir, also nicht geholt, aber ich habe jetzt eins. Test dazu wird auch kommen. Habe ich jetzt die Tage intensiv getestet. Video dazu kommt demnächst. 19 Kilometer, ja, wer mir auf Instagram folgt, der hat schon gesehen. Habe ich wieder am Start. Das habe ich auch geschlüpft, also Überraschung kommt demnächst. Bleibt dafür dran und folgt mir auf Instagram, damit ihr über solche Sachen Bescheid wisst. Paar neue Serien, Projekte, wie nennt man das? Segmente sind in Planung, zwei. Unter anderem inspiriert von ein paar Zuschauern. Da könnt ihr mir dann ein paar Sachen einschicken, aber mehr dazu bald. 100% Videos kommen auch bald, keine Angst Leute, ich habe das nicht vergessen, die sind in Planung. Ich brauche echt nur noch die Zeit dafür, dann kommen die auf jeden Fall. Und was habe ich hier noch? 5 Millionen Staub habe ich bald geknackt, dazu kommt auch noch ein Video. Q&A natürlich, ist auch noch in Planung, habe ich auch noch nicht vergessen. Ein paar von euren Fragen habe ich mir auch schon zur Seite gelegt. Falls ihr noch andere Fragen habt, könnt ihr die noch unten in die Kommentare schreiben. Dann kommen die vielleicht noch dran. Livestream wird kommen. Das wird auch, wenn ich mal Zeit habe, mich damit zu befassen und um mich darüber zu informieren, dann kommt das auch demnächst. Und dann möglicherweise noch ein Video über das Arena-System, das aktuelle, wie schlecht das ist, aber ich wollte gerade was einblenden, aber das lassen wir lieber. Ich wollte gerade die Arena bei mir einblenden und euch zeigen, wie viele von den 10 Leuten, die drin sind, sich reingeschmuggelt haben, reingecheatet eigentlich sozusagen. Das ist echt traurig, das sind glaube ich so von den 10 sind 3 ehrliche Spieler drin, manchmal 4. Der Rest hat sich einfach reingestellt, indem er den untersten immer gekickt hat. Echt erbärmlich. Manche sogar, wenn noch Platz frei war, also anstatt die auf 10 zu pushen von 9, haben die lieber von 9 runter auf 8 und dann wieder rauf. Also ihr seht, ich will gar nicht über das Arena-System reden, aber das waren so ein paar Projekte, ein paar Fun-Highlights. Channel-Update, was so demnächst kommt. Bleibt dran, Wochenende kommen wieder ein paar Videos. Ja, und das war's. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Facebook, Instagram. Schreibt unten in die Kommentare, wie viele Lavitas ihr habt, Dratinis, Galaxos und auch die Bonbons dazu. Und vergesst nicht, Pokémon ist just Business.